Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Es gibt viele Erfahrungen, die wir im Leben machen und die ein oder andere Erfahrung hinterlässt ihre Spuren. Manche nennen das Trauma oder überwältigende Erfahrungen. Welche Möglichkeiten wir allerdings haben, in die Regulation zu kommen oder auch in die Persönlichkeitsentfaltung, sich vielleicht auch von diesen Dingen zu lösen, um in einer klareren, ja, Anbindung und auch in einer besseren Resilienz durchs Leben zu kommen, das erfahren wir heute von unserem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Jörg, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke für die Einladung. Ja. Du hast ja ein Institut hier in der Schweiz, auch zum Thema Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, hatten wir auch schon ein Interview darüber und haben dann aber auch gesagt, wir würden gern mal auch das Thema Erfahrungen, Lebenserfahrungen, die wiederum, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes schwierig, einen Schatten werfen, sowohl auf unser Energiefeld als auch auf unser Leben generell. Ja. Und jetzt mal die Frage an dich, wie würdest du jetzt das Thema Trauma oder überwältigende Erfahrungen definieren? Was ist es genau? Ja, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, ne? Also was gemeinhin mittlerweile im Volksmund ja gemeiner Sprachgebrauch ist, ist ja der Begriff Trauma. Ne? Mhm. Das sagt ja jeder eigentlich schon mittlerweile. Früher war das sowas ganz, oh Gott, pfui, da habe ich, ne, und das war was ganz Schlimmes, da habe ich nichts mit zu tun. Da hat man nur was mit zu tun, wenn man eine Naturkatastrophe, einen Überfall oder einen Unfall erlebt hat. Und ist dann schon per se in der Psychiatrie. Genau, und hat so, ne, so. Mhm. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist es eigentlich mehr und mehr Usus oder Verständnis geworden in der Bevölkerung auch, dass es Erfahrungen sind, potenzielle Erfahrungen, die eigentlich jeder im Leben irgendwann mal macht, möglicherweise auch beim Zahnarztbesuch. Mhm. Oder Frauen bei der Geburt, ne, beim Geburtsprozess. Kinder bei jeder Geburt, wenn man so die Kinder auf die Welt bringt, wie man es schulmedizinisch macht. Ja, wenn das so mechanistisch dann so läuft, wie das läuft heutzutage häufig, ne, nach Fahrplan und so, sind die Chancen hoch, dass es da schon zu solchen Erfahrungen kommt, an die man sich aber bewusst nicht erinnert. Was aber nicht heißt, dass es nicht da ist. Mhm. Weil ganz oft sind, das kommt in Atemprozessen zum Beispiel ganz häufig raus, sind diese Erfahrungen im Leib verkörpert, abgespeichert und zellulär im Erinnerungsgedächtnis hängt das wie drin. Und das kommt dann in veränderten Bewusstseinszuständen, kommt das möglicherweise wieder zutage. Das können die Leute dann oftmals nicht verbalisieren, das ist halt nonverbal, weil es ja präverbal ist. Und es ist trotzdem da. Mhm. Und es sucht dann irgendwie eine Art von Ausdruck, Integration, möchte gesehen werden, gehalten werden, contained werden. Und was jetzt in so Atemprozessen vielleicht mit zum Beispiel mit Kissen und weichem Material gestaltet wird und mit dem Halten von der Hand oder der Schulter oder dem Kopf. So, das sucht man ja im Alltag eigentlich auch. Das weiß ja auch jeder, wenn er Stress hat. Dann wünscht er sich eigentlich nichts mehr, als dass jemand kommt, der ihn oder sie beruhigt und mal die Hand hält und streichelt und sagt, komm, ist nicht so schlimm und wir kriegen es schon hin zusammen. Und ne, der braucht eigentlich nicht jemanden, der ihm sagt, ey, komm, stell dich nicht so an. Ne? Mhm. Das ist eher das, was man so kennt, ne? So hacken zusammen. Und ja, hatten wir witzigerweise heute beim Mittagessen davon, Alexander und ich, da hat er wirklich beschrieben, dass das eine Studie gibt, die wirklich gezeigt hat, durch Berührung hat man deutlich bessere, effizientere Effekte wie durch Psychopharmaka. Mm. Und wenn man das schon weiß, das darfst du auch nicht laut sagen. Ne? Und aktiv ignoriert. Ja. Das ist natürlich schon erschreckend, dann immer auch zu sehen. Ja, da gab es ganz viel Forschung im Bereich auch Touch for Health in dieser Schiene zum Beispiel. Ne? Dass wenn der Arzt oder die Krankenschwester mal 5 Minuten sich Zeit nimmt am Tag und mal die Hand hält, dass die Leute viel, viel schneller genesen, viel schneller entlassen werden können. Also das ist ein weites Feld jetzt, ne, wenn man das auch ja, macht, aber ne? Schön, ja, zu hören auf jeden Fall, dass das, hat man aus deiner Sicht auch die Möglichkeit oder was ist dein Weg, Menschen zu begleiten, die wirklich sagen, okay, ich habe irgendwo was in mir sitzen,
Also wir wissen ja auch durch viele Interviews auch, dass doch viele Organe natürlich auch ihre Sprache haben und auch Emotionen abspeichern, Leber, Wut und Niere, keine Ahnung, Angst oder Bindungsthematiken. Und da wirklich zu sagen, okay, ich gehe vielleicht auch über das Organ, über die Emotionen in die Situation dann nachher letztendlich. Exakt. Ist es wie so ein Transporter letztendlich, mein Körper als Landkarte für meine Erlebnisse, wo die Energie ins Stocken kam. Ja, exakt. Also das ist genau eine Möglichkeit zum Einstieg auch in so, ich nenne das transpersonale Prozessarbeit, dass man zum Beispiel dann eben über ein Organ, über eine Sensation, ein Phänomen, was da ist, dass man da eintaucht. Ja. Und du hattest vorhin ja gefragt, Trauma nochmal, ne? Ich gehe nochmal dahin zurück. Also grundsätzlich kann man sagen, es sind alles Erfahrungen, wo es um Überwältigung geht. Also Überwältigung heißt immer zu schnell, in der Regel zu viel von einer bestimmten Sache, von einem Ereignis, von einer bestimmten Qualität, ohne ausreichend Kapazität, um das aufzufangen. Oder Koregulation, sprich durch jemand anderen im Außen, der einen, wie ich gerade schon gesagt habe, eventuell beruhigen könnte. Und wenn bestimmte Sachen nochmal wieder so wie so aufploppen über den Körper oder über eine Erinnerung oder eine Imagination in so einem veränderten Bewusstseinsprozess, so einem leicht veränderten Bewusstseinsprozess oder stärker, und dann aber möglicherweise dieses Containment von außen jetzt gegeben ist, weil es ein wohlwollendes Setting ist und weil jemand anderes mit dabei ist, der eine Idee davon hat, was da gerade passieren könnte. Ich arbeite immer stark aus einer Haltung auch vom Nichtwissen raus und bringe das auch meinen Ausbildungsteilnehmern so bei, die da geschult werden bei mir. Dann kann sich da eine große Magie ereignen. Ja, dass der Mensch auf einmal in die Regulation kommt. Trotz einer Erfahrung an der Grenze. Und früher hat man immer gedacht, man muss die Grenze einfach überspringen. In den 70ern war das so, ne? Also wo man und 60ern, wo man den Körper wieder zurückgeholt hat, auch in die Anführungsstrichen Therapie von Geist und Seele. Das war ja wie abgespalten, hätte ich beinahe gesagt. Dann hat man das wieder reingeholt und ist dann voll ins andere Extrem rüber. Da hieß es dann so: Lose your mind and come to your senses. Ja, und du gehst hier nicht eher raus, bevor du nicht richtig geflammt hast. Ja, ja, so das war so diese Zeit, ja. Und dann ist man wieder so wie zurückgependelt ins andere Extrem. Und jetzt kommt man so langsam irgendwie auch in der Mitte, auch im therapeutischen, in der Mitte Verständnis an, dass wir brauchen beides oder alles. Ne? Wir sind ja ein multidimensionales Wesen. Wir können ja nicht einfach nur das oder das machen und das andere komplett ausgrenzen, sage ich mal. Und deswegen, also der Körper ist für diese ganzen Regulationsprozesse ganz entscheidend. Wie bin ich in meinem Körper auch, mein Körper ist ja mein Territorium, ne, wo meine Seele oder mein Geist drin wohnen. Und wie, wenn ich dieses Territorium nicht in Besitz nehme, ja, ne, dann kann das andere schon gar nicht mehr funktionieren, richtig. Das heißt also, es ist ein vielschichtiger Prozess, der eben den Körper die ganze Zeit mit einbezieht. Ja, und in manchen spirituellen Traditionen, da wird der Körper ja komplett auch abgelehnt, zum Beispiel. Ne? Der ist wie bei der Gnosis früher, bei den Gnostikern. Ne? Beschreib das mal, also mit diesem... Ja, oder die Flagellation oder so war im Mittelalter, ne? Das war ja alles auch so, ist ja sehr körperfeindlich auch gewesen. Ne? Also der Körper war ja häufig verknüpft mit dem Teufel und dem Schlechten und das alles Triebhafte. Ah ja. Ne? Das war natürlich wieder verknüpft mit dem Weiblichen, ne? Weil das... Die machen das ja mit den Männern, dass die dann und so vom Teufel besessen werden und so. Das waren ja alles so diese dualistischen Konzepte. Ne? Und das steckt uns auch noch drin. Also wir haben auch ganz viel transgenerativ drin hängen in unseren Leibern, im Körperlichen, wo einfach der Mensch auch ein Stück weit auch von den Vorfahren die Sachen mit wie trägt, mit ausagiert. Das ist so ein bisschen wie beim Staffellauf. Ne? Wie läuft es bei dir ab? Ich meine, genau diese Prozesse, wir können ja überall hingucken. Ja. Manchmal dachte ich dann, okay, dann marschiere Rückführung, da ist die Uropa enteignet worden, da ist mal irgendeine Oma im Krieg vergewaltigt worden oder einer ist erfroren. Endlos. Eben, genau. Ja. Und man hat ja eigentlich auch hier im Leben genug Themen, wo man mal durchfühlen dürfte. Ja, richtig. Wo ich auch manchmal dachte,
ist es auch ein Ausweg ein bisschen manchmal, ja, sich um das Hier und Jetzt ja, wirklich darauf einzulassen, zu sagen, hey, ja, ich habe vielleicht gar keine Lust mehr auf die, ja, was weiß ich, Ehe und Angst vor Trennung und dann projiziere ich das dauernd auf irgendwelche Ahnen. Richtig, also das Hier und Jetzt ist ein ganz entscheidender Faktor und ist der wesentliche Schlüssel dafür. Mhm. Wenn Menschen allerdings nicht in ihre Regulation kommen, in ihre Mitte, das heißt, dass der ventrale Vagusnerv aktiv ist, dann haben sie gar keine Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Dann sind sie ständig woanders. Mhm. Und dann geht es eigentlich darum, die immer wieder auf das Hier und Jetzt überhaupt erstmal zurückzubringen und die Kapazität dort zu erhöhen, bevor man anfängt, jetzt nach vorne, links, rechts, oben, unten, mhm, zu galoppieren. Und da ist mir zum Beispiel das Energy, das Atemgerät, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, eine große, große Hilfe auch, wo die Menschen einfach sehr schnell in die Regulation kommen, ins Hier und Jetzt kommen, was man auch in der HRV-Messung sehen kann. Die sind noch in der völligen Disbalance, wird also die Herzratenvariabilität wird da gemessen und da kann man dann also sehen, wie stark der Parasympathikus aktiv ist, also die Vaguszweige aktiv sind. Und wie stark sie dann also das Herz entsprechend auch regulieren können. Wenn wir in einem Hochstress sind, das heißt, wenn wir schnell atmen und oberflächlich atmen, mhm, also hyperventilieren, dann ist also das Herz ja häufig mit am Rasen, sage ich mal, weil die Vagusbremse gar nicht mehr greift. Und da sieht man das eben sehr schön, dass es diesen Wechsel hat zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Okay. Und wenn die vorher, was weiß ich, die kamen vom Zug und sind gelaufen oder so und dann kommen die rein und dann macht man die Messung, dann sieht man da völliges Chaos, dann machen die das und dann ist sofort... Was machen die da atmen, oder? Diese Atmung, was, okay, ich dachte, ne, mit der Nasenbrille, okay, mit dem Energy und dann kommen die sofort in die Kohärenz rein. Das würde ja dann aber bedeuten, ich weiß nicht, ob du die Menschen kennst, wenn du mit denen irgendwie eine Sitzung oder Rückführung, mhm, oder irgendwas machst, dass wenn du hier jetzt im Hier eigentlich, ja, eine Situation anschauen möchtest oder in diesem Leben, ja, dass die dann, oh, jetzt bin ich hier am Scheiterhaufen, oh, da werde ich erhängt. Weißt du, immer, mhm, dieses Wegflutschen, ja, aus der Realität. Das würde ja bedeuten eigentlich, wenn die koreguliert wären, mhm, dass ja nicht das Unterbewusstsein immer diese Flüchte, ja, in diese verschiedenen Leben finden müsste. Ich mache keine Rückführung, aber ich weiß, was du meinst, das Phänomen. Und es gibt dann auch da gibt es einen qualitativen Unterschied, mhm, zwischen, ich sag's mal, eher auf dieser Ich-Ego-Ebene, was sich Leute dann auch eher so vorstellen, was da jetzt passieren muss. Mhm. Das kann ja auch sehr schnell in eine Richtung laufen, die eher ungesund ist. Also ich meine, jede Klinik hat ihre John Dark und ihre Monroe und, ne, ihren Jesus und so. Ne? Mm. Und dann wird das irgendwann auch schwierig für Leute, das noch wieder zu, ne, zu, mm-hmm, zu denken, zu containen auch wieder. Auf der einen Seite, ne, kannst du mit sowas auch völlig wegfliegen. Mm. Und, aber es gibt schon eine Tiefenerfahrung. Und das meine ich, wenn dann ein gewisses Grundcontainment, ein Grundvertrauen, eine Grundbegegnung da ist und sich dann so eine Bewegung in die Tiefe aufmacht, dann ist es etwas, was von so einer Etage darunter kommt, wo die Leute das nicht machen oder also das Ego nicht kreieren, sondern wirklich dann, ja, ach, ja. Da sind die häufig selber hinterher völlig überrascht, mhm, und platt, was da, mhm, gekommen ist. Ich dann auch. Man merkt einfach, das hat einen qualitativen Unterschied als das, was du jetzt gerade beschreibst, mhm, oder beschrieben hast. Mhm. Ne? Aber die Frage ist, die ist zu Recht, ne? Also ich kenne das, ich bin ja auch Trainer für Hypnose und da gibt es dann dieses Phänomen auch recht häufig, dann, dass Leute mit sowas dann... Ich meine, der Therapeut spürt es in der Regel. Ja, wenn er es spürt, ja. Also ja, würde ich jetzt fast. Ja. Also ja. Mhm. Ja. Ich meine, wir arbeiten ja, ich sage, eine wichtige Haltung ist bei mir jetzt im Transpersonal, ist aus der die Haltung des Nichtwissens. Mhm. Deswegen sage ich immer auch, okay, das, was da kommt, ist... Auf der Ebene, ich will das auch gar nicht so bewerten, ne? Es ist richtig für die Person mit einer gewissen Kapazität, sage, mhm, ich mal. Und dann ist das auch so. Dann muss das jetzt so sein. Ja? Das hat ja irgendwie dann auch einen Sinn, dass es so ist auf der Ebene. Ja. Und vielleicht nicht tiefer geht. Mhm. Weil das würde die Person vielleicht auch nicht mehr halten handeln können. Ja. Deswegen sage ich gerade, ne, das Wichtige ist, wie können wir die Kapazität erhöhen und das Containment erhöhen. Und was wir im letzten Video besprochen hatten, ne, diese Impulse von Licht, Frequenz, ne, Stimulation durch Wasser zum Beispiel und so weiter, das sind alles so Naturkräfte, die ich dann auch nutze,
Plus eben das Energy, plus eben halt ja, klassische Frequenzsachen nach Tesla und Reich und Schauberger. Und das bringt die Menschen schon auch in eine gewisse Mitte und Regulationsfähigkeit erstmal zurück. Weil oftmals bringt es ja nicht mehr, also wenn jemand sowieso da völlig in der Disbalance ist, da brauchst du nicht nochmal Kohlen auf Feuer schmeißen, sag ich mal, wenn es eh schon lichterloh brennt, sondern das ist vielleicht besser, erstmal nicht mehr desselben zu machen, was noch mehr Arousal reinbringt, noch mehr Stress, sondern erstmal mehr Regulation. Von der Atemtechnik her vielleicht statt einer Hyperventilationspraxis, wie das dann zum Beispiel beim holotropen Atmen so ist, vielleicht eher eine Praxis, die eher runterreguliert, was eher eine Vagusatmung wäre, die eher durch ein längeres Ausatmen bestimmt ist, vielleicht durch Tönen und Summen, erdende Klänge benutzt, anstatt was so treibt. Ne? Und das ist einfach auch wichtig zu gucken, wo steht da gerade jemand und was macht eventuell Sinn und was ist eventuell auch ein Gegenpol zu dem, was sowieso schon gerade da ist. Also das Spannende ist, wenn man mit diesem informierten Sauerstoff arbeitet, mit dem Singulate-Sauerstoff, der bei dem Energy in den Körper gegeben wird, dass der Organismus ein Stück weit das selber, so habe ich den Eindruck, das nutzt, so wie es gebraucht wird. Das heißt, so ist meine Erfahrung jetzt, also das merke ich bei mir selber, wenn irgendwie Energiebedarf da ist, dann wird das angekurbelt, man ist hinterher frischer und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist überdreht oder irgendwie zu, dann fährt es einen eher runter und entspannt ein. Und man wird dann wie so ein bisschen müde und ein bisschen ventrovagaler. Ja, das ist eigentlich auch ganz schön. Das habe ich bei nicht so vielen Sachen so erlebt, dass es der Körper so nimmt und anfängt, das wird sich selber zu regulieren. Ja. Was ja eigentlich witzigerweise mit dem Waldbaden ja genauso passen würde. Da stimmt, ja. Du kommst ja dort auch in eine Regulierung. Stimmt. Wenn du überdreht bist, ja, stimmt. Erdet es dich. Genau. Und wenn du zu müde oder zu schwach bist, dann gibt es dir diese Power. Da hast du eben auch das Chlorophyll, du hast das Sonnenlicht, du hast dann die Luft dort informiert. Jemand hat mir mal gesagt, ein Forscher, ja, das ist letztendlich was über das System kommt, weil die wollte es verstehen. Da hat sie mir gesagt, ja, eigentlich ist es eingeatmetes Licht. Ja, fand ich ganz gut, weil ich habe mich auch viel mit Pop beschäftigt, Albert Pop und auch früher mit Kilian Fotografie rumexperimentiert an solchen Sachen. Und ja, das ist also auch sehr, sehr spannend, wenn man diese Sachen so mit in Verbindung bringt miteinander. Natürlich ist es alles esoterischer Quatsch, aber... Logisch. Ja, also ich bin da mal offen. Ja. Was sind denn so für zufällige Korrelationen, die passieren können von Menschen, die jetzt wirklich Erlebnisse hatten und sich die vielleicht auch über den Körper manifestiert haben? Was hast du da für Erfahrungen? Und was löst sich dann, also diese Effekte, die da entstehen können? Ja, also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Man kann das jetzt nicht so sagen, ja, das macht das oder das ist das. Aber was zum Beispiel ganz häufig kommt, ist, dass Menschen auf einmal etwas beschreiben oder erleben. Wir analysieren, wir gucken hinterher, was ist da eigentlich passiert? Und dann fahren die zum Beispiel los. Ich sage, das erinnert mich da und da dran. Du kannst doch mal gucken. Dann fahren die los und ich sage, frag doch mal deine Mutter, wie war denn deine Geburt wirklich? Weil die sagen ja häufig immer, das war alles easy. Alles schön, ja. Genau, und da kommen hinterher oftmals genau die Sachen raus. Ne? Nabelschnur um Hals, Saugglocke kam zum Einsatz oder komplett betäubt worden vorab, ne? Also kurz bevor man dann mit der Narkose rauskam. Und solche Sachen zum Beispiel, wo Menschen das wirklich nicht wissen können. Ja? Hatte sogar mal jemand, der ist dann ins Altersheim gefahren und hat dann seine Mutter gefragt. Und dann hat die gesagt, ja gut, da kann ich es dir jetzt ja sagen. Ja? Und das hat sich dann genau mit der Erfahrung für ihn gedeckt, was er da erlebt hat in der Session. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, faszinierend, wenn sowas sich ereignen kann. Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann noch den Beweis bekommt, ist auch so. Ich hatte auch mal eine Erfahrung, ich hatte auch so eine Session und dann kam irgendwann ein dritter Monat Angst vor Männern, also massivst. Und ich konnte mir das jetzt nicht erklären. Ja, habe dann auch meine Mutter angerufen und habe gesagt, hier, dritter Monat mit mir schwanger, Angst vor Männern, ist da was passiert? Ja. Nö. Also auch wirklich vergessen. Du, 10 Minuten, Viertelstunde später ruft sie mich an, sagt sie,
Ich habe in der Kurklinik gearbeitet und bin morgens zur Arbeit und habe einen Einbrecher erwischt. Ach ja. Und habe mich zu Tode erschrocken, bin dem noch hinterhergerannt und in dem Moment dachte ich, oh mein Gott, ich bin ja schwanger. Ja. Und dann hat sie aufgehört, dem hinterher. Also, Wahnsinn, ja. Ja, aber das hat ich natürlich vergessen. Ja, ist ja Jahrzehnte her. Gutes Beispiel, ja. Aber da steckte in mir Achtung vor den bösen Männern. Ja, genau. Ja. Und das, da läuft ja irgendein Programm ab, ja. Richtig. Mhm. Ja, und was dort also schon alles mit aufgenommen wird in dieser pränatalen Zeit, dann um die Geburt herum, dann auch danach im Kleinkindalter, das hat die Psychologie ja lange völlig ausgeblendet und hat immer so getan, als wenn das überhaupt keine Rolle spielt. Ich meine, man hat ja Neugeborene und Kleinstkinder noch lange ohne Narkose operiert, wenn man gesagt hat, die merken nichts. Boah, ne? Musst du dir mal überlegen. Ja, ja, also die spüren nichts. Ne? Mhm. So. Und also in dieser mechanistischen Welt, an diesen Descartes'schen Prinzipien alles aufgebaut, das hat man jetzt auch wieder gut gesehen, die letzten Jahre, ja, das ist alles so verrückt, also vom eigentlich Natürlichen und vom Menschlichen weg, ja, dass normaler Mensch daran fast verbindestrichelt wird, wenn er sich damit genau einmal beschäftigt. Ne? Und viele spüren es ja auch genau das, dass da irgendwie was ist, was man nicht greifen kann, was einen irgendwie wie wahnsinnig macht im Hintergrund. Und hier und da blitzt es halt immer auf. Und das sind dann ja häufig auch die Momente, wo Menschen dann zum Beispiel bei mir landen und fragen, jetzt muss ich mir das mal genau angucken. Ich habe eine tiefere Sinnkrise vielleicht gerade oder die Frage nach dem Wozu, wofür bin ich hier? Da kann das eben dann auch wieder einen Kanal öffnen. Ne? Mhm. Und ich finde es auch gut zu sagen, wir verteufeln jetzt nicht die ganze Technik. Ja? Auf der einen Seite haben wir jetzt natürlich diese Bewegung im Transhumanismus, wo man sagt, der Mensch muss mit der Maschine eins werden. Ne? Das ist das eine. Und du musst alles muss auf smart gemacht werden. Und du darfst dann dafür strunzdoof sein. Ja? Da habe ich so ein Cartoon, ne? Alexa, bin ich dumm? Ja, ja, so, ja, und dann, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die uns einfach die Technik einfach gegeben hat, geschenkt hat, wo man sagen muss, ja, das dürfen wir auch. Ja, auch wenn das Lastenrad noch so schön ist, aber wir können ja froh sein, dass es sowas wie ein LKW noch gibt heutzutage, weil sonst wäre schon alles zusammengebrochen hier. Ne? Und genauso ist es in der Gesundheit ja auch. Da gibt es ja dann eben auch verschiedene Entwicklungen, die einfach sehr, sehr hilfreich sind, um uns gerade in dieser verrückten Welt, wo so viele Störfaktoren sind, um uns dort auch zu unterstützen und zu schützen möglicherweise. Ja, also es ist auf jeden Fall umfangreich, die ganze Thematik. Ja. Wenn man sich wirklich mal sowieso mit so ganzheitlichen Themen beschäftigen möchte oder auch die Zusammenhänge oder auch Technologien, wo kann man was nachlesen oder sich mal informieren? Ja, also gerne bei mir auf der Homepage www.freiraum-institut.ch oder auf der Seite von Energy. Die haben eine Schweizer Seite und eine deutsche Seite. Air wie Luft, ja, A-I-R. Und dort könnt ihr euch auch einfach informieren. Ja, super. Vielen Dank, Jörg. Viel Erfolg weiterhin noch. Hast ja bestimmt genug zu tun. Ja, stimmt. Es sind ja viele gerade in diesen Prozessen unterwegs und freuen sich natürlich über bisschen, glaube ich, so Speed-Dates, wo es ein bisschen schneller geht. Ja. Super. Dann danke ich dir. Bis bald. Ja, danke fürs Zuschauen. Liebe Zuschauer, ja, wunderschön, dass wir immer wieder verschiedene Gäste haben, die in den Prozessen der Transformation uns unterstützen und Wege haben und auch Methoden. Und ich hoffe, Sie konnten auch für sich einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.